Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt nach meiner Augenbrauenroutine gefragt und hier ist sie. Ich zeige euch jetzt, wie ich mir meine Augenbrauen mache und welche Produkte ich dafür verwende natürlich auch. Und ich möchte beginnen mit einem neuen Produkt, was ich mir zugelegt habe, beziehungsweise gleich zwei neue Produkte von Anastasia Beverly Hills. Ich habe über YouTube, über einen Kommentar herausgefunden, dass es die Seite Niche Beauty gibt. Auf die bin ich gegangen. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox, wenn ihr da mal schauen wollt. Da gibt es unter anderem auch Anastasia Beverly Hills. Und ich wusste vorher nie, wie komme ich da ran, weil ich hatte das immer nur bei amerikanischen YouTuberinnen gesehen und wusste nie, wo man das ausprobieren kann, wie man da rankommt. Und ich wollte halt eben nicht in den USA bestellen mit Zoll und so weiter. Aber auf dieser Seite bin ich fündig geworden. Ich habe die Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in Blond gekauft. Habe ich euch abgefilmt, damit ihr die Farbe sehen könnt, wie passend die eigentlich ist. Damit komme ich ganz gut zurecht und ich verwende sie mit einem abgeschrägten Pinsel. Ich habe mir da verschiedene zurechtgelegt. Ich komme mit allen eigentlich ganz gut klar. Das sind No Name, Essence, aber auch ein Chanel Pinsel dabei. Das ist also völlig egal. Hauptsache es ist ein schmaler, abgeschrägter, feiner Pinsel und da dippt man halt eben rein in diese Pomade und macht sich damit die Augenbrauen. Man kann sich die Augenbrauen damit auffüllen und in Form bringen und es hält auch wirklich den ganzen Tag. Also es geht nicht ab, es hält Bombe auf der Augenbraue und ich bin da super zufrieden mit. Aber ich zeige euch heute meine Augenbrauenroutine für den Alltag, womit ich super gut zurechtkomme, weil das hier benutze ich wirklich nur zu besonderen Anlässen oder halt mal am Wochenende, wenn ich wirklich will, dass es den ganzen Tag hält, wenn man vielleicht wenn man vielleicht einen Geburtstag hat und abends vielleicht noch rausgeht oder so und man möchte wirklich, dass die Augenbraue da bleibt, wo sie hingehört, dann benutze ich das hier, weil mir das im Alltag ein bisschen zu aufwendig ist, alle Schritte zu benutzen. Im Alltag benutze ich den Anastasia Beverly Hills Brow Wiz mittlerweile am allerliebsten. Der hat eine sehr, sehr feine Spitze und eine perfekte Farbe für mich. Das ist die Farbe Taupe, die ich mir hier ausgesucht habe. Und ich finde den ganz großartig von der Farbe her. Und ich finde ihn auch großartig in der Anwendung, weil er so fein ist und wirklich kleine Härchen simuliert, die man sich so nachstricheln kann. Ich habe ja eine Lücke in der Augenbraue, die ich immer auffüllen muss. Ich habe hier hinten nicht mehr so ganz viele Haare, die ich mir dann so ein bisschen nachstrichele, so wie ich das halt mag. Und oben drüber gebe ich mir von Benefit dieses Gimme Brow. Das habe ich mir auch neu gekauft. Das hat so ein winzig kleines Bürstchen. Das ist die Farbe Light Medium, die ich hier verwende. Und das mag ich sehr als Augenbrauengel quasi, um es darüber zu geben. Ich muss jetzt aber sagen, insgesamt, ich habe jetzt sehr, sehr viel Geld ausgegeben und sehr, sehr viel ausprobiert, um meine perfekte Augenbraue herzurichten. Ich zeige es euch jetzt, wie gesagt, im Anschluss mit diesen beiden Produkten, also mit dem Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, der super ist, und mit dem Benefit Gimme Brow, den ich auch super finde. Also diese beiden Produkte im Alltag verwende ich täglich. Wenn es mal etwas Besonderes sein soll oder länger halten soll, dann nehme ich diese Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills, verwende den Highbrow dazu, das mache ich grundsätzlich ganz gerne, so als Highlight unter der Augenbraue. Und ich bin aber immer noch nicht davon ab, meine Augenbrauenstifte zu verwenden. Die werde ich alle noch aufbrauchen, die werde ich immer schön spitz anspitzen. Aber ihr seht es vielleicht, ich habe euch auch das mal abgefilmt, wenn man die strichelt, da können die angespitzt sein, so gut wie sie wollen. Sie werden niemals so fein wie dieser kleine, feine Stift von Anastasia Beverly Hills. Die sind immer etwas gröber und das sieht natürlich auch etwas gröber aus auf der Augenbraue. Aber gut, das ist Stöhnen auf hohem Niveau, wie ich finde. Ich bin immer noch nicht abgeneigt von Augenbrauenstiften und ich sag mal, wer jetzt so viel Geld nicht ausgeben will hierfür, der ist auch mit Augenbrauenstiften weiterhin gut bedient. Einfach ein durchsichtiges Augenbrauengel, das von Alverde zum Beispiel ist sehr gut, das von Catrice ist sehr gut, drüber geben. Das war meine bisherige Augenbrauenroutine, damit war ich eigentlich auch zufrieden. Aber diese beiden hier, die sind noch so ein Müh besser, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt eben, ja, das hier ist mittlerweile mein heiliger Gral geworden, den ich wirklich sehr, sehr liebe und das oben drüber. Aber ich bin auf der Suche nach günstigeren Produkten. Wenn also jemand einen Augenbrauenstift, ähnlich wie Anastasia Beverly Hills, Farbe Taupe, findet, der genauso fein ist und der vielleicht nur die Hälfte kostet oder noch weniger, bitte sagt mir Bescheid, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und der Benefit Gimme Brow ist auch super, das Bürstchen ist sehr klein, das ist das, was mir so gut gefällt und die Farbe ist perfekt. Und wenn man sich die Farbe aufträgt, ihr seht es hier, die ist wirklich super aschig
Und sie hält total lange und sie gibt noch mal so einen Film über die Augenbrauen, die die Augenbrauen etwas dicker machen und etwas voller wirken lassen. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber es soll auch hier ein neues Produkt geben von L'Oréal, was nur die Hälfte kostet und soll ähnlich gut sein. Da möchte ich aber gerne wissen, also hat das schon jemand getestet? Also hat jemand das Gimme Brow zu Hause und hat vielleicht das von L'Oréal schon getestet und kann sagen, jo, die Farbe kommt ungefähr hin und es ist auch wirklich im Auftrag und vom Bürstchen her ganz ähnlich, weil dann würde ich nämlich ganz gerne beim nächsten Mal nicht hier das 25-Euro-Produkt von Benefit nachkaufen, sondern wirklich etwas günstiger gehen und mir das dann von L'Oréal anschaffen. Also ja, hinterlasst mir doch bitte in den Kommentaren, ob ihr diese beiden schon getestet habt oder ein ähnliches Produkt zu Hause habt, wo ihr sagt, das ist genauso gut, das ist genauso fein, das ist genauso klein und genauso gut. Und ja, das würde mich brennend interessieren, weil ich bin immer auf der Suche nach günstigeren Produkten. Als allererstes verwende ich immer so ein kleines Bürstchen hier, um die Augenbrauen ein bisschen zu kämmen, um sie in Form zu bringen einfach. Aber da muss man sich nicht extra hier so ein Bürstchen kaufen. Das hatte ich jetzt zufällig mal irgendwo dabei, in irgendeinem Set. Sondern da kann man auch einfach die Rückseite nehmen von so einem Augenbrauenstift. Die meisten haben hier auch so Bürstchen dran und die sehen im Grunde genommen ganz genauso aus. Das ist egal, was man da nimmt. Aber erstmal kämmen, um dem Ganzen Form zu geben. Und dann nehme ich meinen Anastasia Brow Wiz, drehe in mir ein Stückchen raus und striche jetzt einfach meine Augenbrauen nach und dafür hole ich euch ein bisschen näher ran. So, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier vorne mache ich nicht so viel, aber hier fehlen mir auch ein paar Härchen. Das heißt, ich strichle hier ein bisschen nach. Und vor allen Dingen fülle ich hier meine Lücke aus, die ich habe. Und simuliere quasi mit diesem super feinen Stift ein paar Härchen, die da sonst nicht wachsen. Dann schaue ich, dass hier unten ein schöner Abschluss ist. Und das nicht so wild und wüst aussieht. Und auch oben ziehe ich nochmal nach und mache mir einfach am Ende hier eine schöne Braue, zumindest so, wie ich sie schön finde. So, und das war es auch schon. Ich habe jetzt einfach nur mit diesem feinen Augenbrauenstift mir die Lücken aufgefüllt, kleine Härchen simuliert, bin hier unten etwas entlang gegangen, damit das hier einen schönen Bogen gibt, so wie ich ihn halt mag. Und ebenfalls oben, dass es hier den Bogen gibt. Und hier hinten habe ich noch ein bisschen nachgestrichelt, weil mir hier doch ein paar Härchen fehlen. Und ja, das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann benutze ich noch das Augenbrauengel. Und es gibt extra noch mal ein bisschen Farbe ab, legt sich um die Härchen oder soll sich um die Härchen legen. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, meine Augenbraue ist danach ein klein wenig buschiger oder wirkt buschiger, so wie ich sie gerne haben möchte. Ja, für den einen oder anderen mag auch das jetzt nicht perfekt sein. Die sind immer noch ein bisschen buschelig, haben vielleicht auch nicht die perfekte Form, aber das ist halt eben meine Augenbrauenroutine, so wie ich sie mag. Und ich bin damit sehr zufrieden im Alltag. Was ich auch noch sehr gerne mache, den habe ich mir auch erst vor kurzem zugelegt, das ist der Highbrow von Benefit. Das gebe ich mir ganz gerne unten unter die Augenbraue. Das strichle ich mir so ein bisschen hier hin, das hält das Ganze auf. Ich mache das eigentlich immer mit dem Finger, dass ich das dann mit dem Finger noch ein bisschen verteile. Und da muss ich sagen, da habe ich einen von Catrice. Das ist dieser Lift Me Up Scotty, der ist fast genauso gut. Der einzige Unterschied ist, der hält eben nicht so lange wie der Highbrow von Benefit. Also diese hellen Stifte oder auch Puderlidschatten nehme ich dann nochmal für unter die Augenbraue, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu heben. Also wenn es erhellt ist, ist es immer direkt so ein bisschen angehoben noch. Ja, ich hoffe, meine kleine Augenbrauenroutine hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!